Jetzt sind wir hier am Fuße des Turms und wow, was für eine Aussicht. Ja, so weit weg ist der Turm in der Tat nicht. Das hätten wir eigentlich schon jetzt innerhalb einer Aufnahme machen können. Da einfach hineinspazieren. Oh nein, unser Freund ist weg. Spüre meinen Zorn. Oh. Und wir sind Stufe 10. Ja. Da war er wieder, das fiese Beinstellen, der fiese Tritt gegen das Schienbein, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch bestimmt immer noch nicht vorbei, aber wir sehen da unten einen Wegpunktschrein und wir haben ja auch schon von oben gesehen, dass da eine Tür ist. Ach ja, das ist natürlich ein Beschwörer. Ja, dann machen wir das Gleiche, so wie immer. Irgendwie scheint das Sonnenlicht hier wieder abzunehmen. Noch nicht. Das war einfach. Ja, dank unseres Freunds. Okay. Es ist wirklich richtig dunkel. Ja, ist ja auch kein Wunder. Allerdings scheint tatsächlich die Wolkendecke ein bisschen dicker geworden zu sein. Oh, sieht aus wie so ein. Oh. Ein Abflussrohr. Okay. Lovis-Gemächer. Verschlossen. Das klingt nicht sehr gut. Ja, jetzt sind wir hier Schrein am See. Wow. Könnte man rein theoretisch sicherlich auch noch runterspringen. Oh. Ah, okay. Das sind nur Enten, die sich hier im Schatten ein bisschen ausruhen. Ja, ich weiß nicht. Also, wir haben zwar jetzt erfahren, dass Drachen nicht grundsätzlich böse sind, oder zumindest nicht so, wie wir das dachten, aber irgendwie, das wirkt dann doch schon alles ganz schön düster. Ich bin jetzt mal ganz kurz neugierig. Kommen wir da hoch? Warum? Es sieht doch so aus, könnten wir da lang? Oh. Nett. Ist jemand beim Angeln vor Langeweile gestorben? Oh. Oh. Das wollte ich nicht. Nein. Ein leerer Korb. Dabei scheint es ja hier Fische zu geben. Merkwürdig. Ja, anders als in Gothic können wir hier leider nicht unter Wasser irgendwie schwimmen. Na, danke. Wollte eigentlich auf dem Felsen zum Stehen kommen. Ja, wir hören einfach nur die Vögel zwitschern und die Frösche quaken im Schilf. Also dafür, dass hier so viele Wasserfälle tosend in diesen See stürzen. Es ist A, hier ganz schön ruhig und B, gibt es ganz schön wenig Strömung. Gucken wir uns mal ein bisschen um, ob wir hier noch irgendwie geheime Ufer entdecken können rund um den Turm. Ja, ich kann nicht wirklich die Kamera nach oben schieben. Schade.
Ja, wir können natürlich auch nicht springen, wenn wir nicht. Ja, okay. Wenn wir direkt nur an der Wasseroberfläche hängen. Ah, okay, da waren wir vorhin auf der Rückseite. Ach. Nein! Okay. Hier scheinen wir nicht nach oben zu kommen. Oh, gibt es weitere Schwärme von Vögeln. Hm. Na gut. Schwimmen wir mal wieder zurück. Da scheint es wohl dann weiter zu gehen, so flusstechnisch. Ja, dann scheint es jetzt hier eine Sackgasse zu sein. Oh nein, was? Renja hat sie einfach getreten und dann ist sie gestorben. Ja, also dieses Geschrei da drin, das ist uns nicht so ganz geheuer. Sag nicht, dass ich. Ich will doch nur auf diese Plattform drauf. Na, danke. Hübsche Pflanzen. Schön. Aber von hier aus geht's nicht noch weiter nach oben. Ja, ich glaube, ich habe mich damals beim ersten Mal spielen vor den Banditen hier ins Wasser gerettet, weil ich glaube, das ist da hinten irgendwo. Und konnte dann nur noch hier an dieser Stelle wieder an Land gehen und dann war hier alles voller Skelette. Ja, da haben wir jetzt hier schon ein bisschen aufgeräumt. Und dann ist ja jetzt noch ein bisschen die Frage, was dort hinten ist. Das ist eine weitere Ruine. Ja, wie gesagt, dieses Tal ist relativ groß. Also allein schon die direkte Umgebung hier vom Turm. Naja, was heißt relativ groß? Schon ein bisschen was man hier erkunden kann. Und zusätzlich gibt es ja hier auch noch die Höhlen. Ja, genau. Und den Weg nach hinten da zu dem Fluss hin, also dem Fluss entlang, den gibt es auch noch. Wir gucken mal auf unsere Karte. Ohne dass wir uns jetzt zu viel spoilern wollen. Also von hier sind wir gekommen. Hier ist die Ruine, wo wir Talana getroffen haben. Hier ist diese Steinbrücke, wo uns Willi über den Weg gelaufen ist. Also sind wir jetzt hier weiter. Und dann ist eben jetzt hier diese Brücke und hier der Turm. Da sehen wir auch, da ist unsere Hauptquest. Hier haben wir den Wegpunktschrein. Dann haben wir hier die eine Luke und dann war hier diese merkwürdige Tempelanlage. Ja, da gehe ich jetzt noch nicht zu weit in diese Richtung, wo eben hier die Speer des Schwarzen Ringes waren. Dann haben wir eben jetzt hier diese Ruine mit diesen Stein-Legionärsköpfen, was wir gerade eben gesehen haben. Und dann sehen wir schon, es geht hier noch ein gutes Stück weiter. Ah ja, und hier ist dann diese andere Ruine, aber das hier ist eine Sackgasse, wo uns hier diese Banditen angegriffen haben. Das können wir uns dann mal noch angucken. Hier ist das andere und dann geht es eben hier noch weiter im Tal. Okay, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns den Teil jetzt hier noch an. Ich weiß, da müssen wir jetzt hier einmal quer rum, aber das schaffen wir schon. Das wird hoffentlich nicht zu lange dauern. Ich frage mich, ob ich auch da einfach hinschwimmen könnte, ob das vielleicht kürzer ist. Ich weiß es nicht genau. Und dann können wir eigentlich schon fast das nächste Mal mit der Hauptquest weitermachen. Also ich meine, okay, noch ein bisschen in die Richtung könnten wir rein theoretisch auch noch erkunden. Das könnten wir mal doch noch machen. Es ist zwar keine Sackgasse, aber ein bisschen noch in diese Richtung gehen.
Oh, wie die Sonne blendet. Ja. Eine von diesen Ruinen, da habe ich keine besonders gute Erinnerung dran. Also im Sinne von, dass da nichts so Schönes passiert. Aber ich weiß nicht mehr welche. Und ich weiß auch nicht mehr genau was. Warum haben wir keine Musik? Ich finde das komisch. Okay, ich würde mal sagen, es ist mal wieder Zeit zu speichern. Wir haben schon sehr, sehr lange nicht mehr gespeichert. Und es ist Zeit, zu gucken, ob wir sowas wie Weisheit noch lernen können. Ja, können wir. Schön. Dann sind wir schon Stufe 4. Und wir können mal aufspaltende Pfeile lernen. Da bin ich mal sehr neugierig. Ihr schießt mit Pfeilen, die sich aufspalten und dadurch zwei Gegnern gleichzeitig Schaden zufügen. Mana-Kosten 29, Erholungszeit 5 Sekunden. Schön. Und die Stufe danach ist dann drei Gegner gleichzeitig. Das ist schön. Der aufspaltende Pfeil hat die magische Eigenschaft, dass er sich im Flug in mehrere Pfeile aufspaltet und dem Schützen damit die Möglichkeit gibt, mehrere Ziele gleichzeitig zu treffen. Je besser der Schütze diese Fertigkeit beherrscht, in umso mehr Einzelpfeile spaltet sich der abgefeuerte Pfeil auf. Ja, das ist doch genau das Richtige, wenn wir von diesen ganzen Untoten umzingelt sind. Oh. Oder von euch. Moment. Müssen wir natürlich jetzt hier noch. Nein. Nee, ach so, Fertigkeiten. Ah. Sehr schön. Ach so. Ich möchte eigentlich ganz gerne. So kann ich das denn. Danke. Das so rum machen. Okay, das hat irgendwie gerade nicht so richtig geklappt. So, erstmal den Heiler hier wegmachen. Ist jetzt mehrere getroffen? Ich weiß es nicht. Oh, au. Ich kann nicht. Ja, jetzt. Okay, hui, das war ganz schön anstrengend. Für ein Herz hätten wir bestimmt mehr Gold bekommen. Das sind schon wieder die nächsten Goblins. Oh ja, hier wimmelt's nur so von Goblins. Okay, dann gehen wir mal jetzt hier noch einmal ringsrum um die Ruine. Dann gehen wir direkt in die Ruine und dann mache ich das mit dem Banditenteil das nächste Mal. Verdammt, kein Mana mehr. Oh. Oh. Das erste Mal, dass wir Mana-Mangel haben, okay? Oh ja, der Häuptling. Gut, dass der vergiftet ist. Sehr schön. Und es hat uns keiner was hinterlassen. Und jetzt kriegen wir nur noch 56 Erfahrungspunkte. Naja, so ist das halt. Oh. Oh. Hier ist schon der nächste Hebel. Interessant. Und wir sehen immer noch nicht, was er macht.
weil immer noch mindestens einer fehlt. Nein, ich möchte euch nicht schon wieder durch die Gegend treten, liebe Enten. Sieht so aus, als würde er humpeln. Okay. Dann gucken wir uns das jetzt hier mal an. Ah, endlich bekommen wir wieder Musik. Danke. Ein kopfloser Steinriese. Daneben ein armloser Steinriese. Diese Schreine gehören Belegar, dem besten Magier fern und nah. Wollt ihr die anderen Schreine sehen? Gegen 3 Goblins müsst ihr bestehen. Okay. Dankeschön. Bestes Timing, mein Freund. Belegars Goblins, Stufe 7. Na okay, es war doch nicht so schlimm. Eigentlich ist der ist auch ziemlich witzig. Ja, wir sind jetzt hier zum ersten Mal auf Belegar gestoßen. Ein Name, der uns jetzt erstmal noch nichts sagt. Aber es scheint ein äußerst interessanter Zeitgenosse zu sein. Denn er hat äußerst Spaß an Show und an Reimen. Okay, wir haben den Test bestanden. Wir haben die 3 Goblins besiegt. Was kriegen wir? Einen Fettfarn. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Hühner. Ein merkwürdiger Ort für Hühner. Ah, hier ist ein Steinriese zu Boden gegangen. Ja, ich finde, die Musik klingt auch richtig gut passend für solche Ruinen, die eben überwuchert sind und verfallen. Aber eben noch so vom Glanz alter Tage so ein bisschen zeugen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich wollte doch auf der Ruine zum Stehen kommen. Danke. Nein. Ich gebe es auf. Ja. Achso, da unten war ja auch noch was. Nice. Aber es ist nichts drin. Aber es ist, glaube ich, eine Ader. Oder? Nee. Toll. Ja, dann war das andere interessante Ereignis dann vielleicht doch in der anderen Ruine noch. Ja, diese Legionärshelme, das können wir uns mal ein bisschen merken. Also ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen merken? Ich glaube, wir haben solche Helme ja auch schon teilweise selber gesehen. Okay, alles flieht hier. Das ist die Hühner aus der Ecke, jetzt kommen uns hier die Hasen entgegen. Merkwürdig. Na gut. Aber das ist doch eine Ader. Ja. Oh, ein Bernstein. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben jetzt das auch abgearbeitet. Dann haben wir, wie gesagt, noch die kleine Sackgasse mit den Banditen. Und dann hätten wir eben noch einige Wege hier aus diesem Talkessel um den Turm herum raus oder weg. Und ich würde mich aber tatsächlich dann als erstes erst einmal um den Turm kümmern, bevor wir das tun.
Und ja, haben wir schon gesehen, also auch auf der Brücke, da gibt es eben auch überall Untote. Das wird auch nicht allzu einfach. Und ja, aber wie gesagt, das machen wir dann eben das nächste Mal. Es hat mir jetzt hier sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder einfach nur Dinge zu erkunden, nachdem ich so überaus perfektionistisch mit dieser Story-relevanten Aufnahme jetzt zum Schluss war. Da war das jetzt hier sehr, sehr schön angenehm zum Entspannen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ich hoffe, dass ich eben auch dann bei Zeiten jetzt wieder dazu komme, dann die nächste Aufnahme zu machen. Ich bin jetzt total wieder motiviert. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann das hier erkunden dürfen. Ja, ich denke mal, ihr freut euch genauso wie ich. Bis dahin, macht's gut!